Hey, ich möchte euch heute mitnehmen zu einem Text, der mir ganz frisch heute Nacht in den Morgenstunden in den Kopf kam, ins Herz und den ich aufgeschrieben habe, leider noch nicht auswendig kann, deshalb habe ich meine Brille an und ich werde ihn euch vorlesen. Er heißt Der Marathonmensch. Alles begann mit dieser Entscheidung. Fühlen zu wollen, dass Schmerz nicht alles ist, was wir fühlen. Wenn wir die Ziellinie hinter uns lassen, einmal fühlen, ich kann das. Auch wenn der Glaube daran bezweifelt wird. Nicht nur von mir, auch von vielen Stellen meines Körpers. Einmal in jeder Zelle fühlen, dass es möglich ist. Einmal einfach glauben. Im Kopf freigeben, was dich begrenzt. Festbindet mit deinem Fuß am Marterpfahl des Nicht-Machbaren. Einmal einfach glauben, glauben daran, dass du deine Geschichte schreiben kannst und dass es deine Aufgabe ist, sie zu schreiben, hier und heute. Einen Schritt vor den anderen zu setzen. Und dann fängst du an, hörst den Startschuss und bist plötzlich drin, mittendrin in diesem Abenteuer des Ringens mit deiner Vorstellung, deiner Meinung, von allem, was dich bisher ausgemacht hat. Spare deine Puste, ganz bewusst, denn es wird Zeiten geben, da friert dein Körper ein. Dann bist du so hoch über dir, dass du nur siehst, wie du läufst. Und dann läufst du einfach weiter. Auch wenn du das Laufen schon längst aufgegeben hast. Es wird Tage geben, da gibst du dir nach, diesem Teil von dir, der aufgeben möchte. Alles hinschmeißen und du glaubst ganz tief in dir drin, dass es keinen Sinn gibt für das, was du tust. Dann bin ich sicher, vertraue darauf, dass Rückenwind kommt. Er schiebt dich ein Stück von hinten und schafft dir Zeit, wieder klar zu werden, was du fühlst und wo dein Herz hin will. Erwachst aus diesem Traum, der dich klein hält und zum Aufgeben zwingt. Wendest dich einfach ab und sagst, ich mach weiter. Mehr nicht. Am Ende bist du es, die dich über die Ziellinie bringt. Im Ohr noch Ermunterung, Beifall, der dich ein Stück deines Weges getragen hat. Danke, dass es Menschen gibt, die an mich glauben, mir Bananen auf meiner Strecke schenken, die für Momente süß schmecken. Bin dankbar dafür, sie zu haben. Doch am Ende bin ich es, die mir mehr als den süßen Geschmack von Bananen schenkt, die mir schenkt, weiterzumachen, wenn es keine Bananen mehr gibt, die mir schenkt, bei mir zu sein. Wenn das Publikum sich auflöst, verschwindet am Horizont, die mir schenkt, da zu sein bis zum Schluss. Ich sitze auf dem Boden, um Luft ringend, die Hände vor meinem Gesicht, mein Kopf ruht darin, sinkt hinein. Fühle die Wahrheit über mich, dass ich es schaffen kann, vieles schaffen kann, alles, egal was. Höre auf zu denken, fühle nur diesen Augenblick, die Freude darüber und das Glück, dass ich
mein Freund bin, wenn ich es zulasse, mein Freund zu sein. Ich danke euch, dass ihr mir bis hierhin gefolgt seid. Das wünsche ich euch, genau das. Macht's gut. Tschüss.